Moin Moin Welt, ich begrüße dich ganz ganz herzlich auf meinem Kanal und freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ihr Lieben, ich habe heute für euch mal wieder ein Unboxing und zwar habe ich bei Notino die Sommerbox bestellt. Ich muss vorab sagen, ich habe, glaube ich, noch nie eine so gut verpackte Box bekommen, also wirklich im Karton. Es war ganz viel von dieser durchsichtigen Folie, von diesen dickeren Kissen. Und dann war die Box auch nochmal in so einer Knallfolie, wie ich immer dazu sage. Es gibt bestimmt irgendeinen Fachausdruck dafür, den ich nicht kenne. Wenn ihr ihn kennt, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Auch nochmal um diese Box drumherum gewickelt. Also wirklich, ich habe das selten erlebt, so gut eingepackt. Erstmal schon mal ein Lob an Notino. Ja, heute kommt auch das Video ganz aktuell raus, am gleichen Tag sozusagen. Habe ich ja selten, meistens drehe ich ja vor. Aber ich habe eben, also wenn ihr heute am Sonntag den, ich muss mal gucken, den wievielten haben wir denn heute? Mein Kalender ist hier gar nicht. Den 2.7. das Video auch schaut, dann sind die Preise, die ich euch zu den Produkten einblende, noch tagesaktuell. Es sei denn, sie haben jetzt in den nächsten paar Stunden die Produktpreise geändert bei Notino. Ich habe die meisten Preise dann bei Notino direkt raussuchen können. Und die Box ist aber leider im Moment nicht mehr verfügbar. Es war eine limitierte Auflage. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es solche Boxen nicht mehr geben wird. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt auch einzelne Artikel, die ich euch gleich zeigen werde, wenn ihr da Bock und Lust drauf habt, die auch noch so separat bestellen auf jeden Fall. Ja, ich zeige sie euch jetzt. Ich finde, sie ist optisch auch wirklich ganz, ganz schön gestaltet. Das ist ein Pappkarton, der nochmal so ein schönes Print überall drauf hat. Unten eigentlich auch nicht so viel. So eine Banderole, wo nochmal steht Sunshine Edition, Good Times and 10 Lines. Ja, genau. So sieht die Box schon mal aus. Und jetzt gucken wir doch mal gemeinsam rein. Ich konnte vorab sehen bei dieser Box, was mich erwarten wird. Und dann danach habe ich praktisch entschieden, ob ich mir die Box bestelle oder nicht. Also für mich sind die Produkte jetzt in dem Sinne keine Überraschung mehr. Die Box hat mich, muss mal auf meinen Zettel schmulen, 22,50 Euro gekostet plus Versand. Um die 4, 5 Euro, glaube ich, kamen noch oben drauf. Ich werde im Nachhinein allerdings dann nochmal recherchieren, was denn hier von Cruelty Free ist und oder nicht. Bei Marken, wo ich das vielleicht noch nicht so genau weiß. Genau. So, ja, das ist dann der erste Blick hinein in die Box. Super toll verpackt, also wirklich nichts zerrissen oder der Klebi klebt sonst wo, nur nicht da, wo er soll. Auch schon alles erlebt, muss ich wirklich sagen. Also das ganze, die ganze Gesamterscheinung ist unglaublich schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Floki sitzt wieder hier vor mir auf dem Tisch. Na, die Öhrchen seht ihr hier. Ja, Floki war leider krank vor 2 Tagen. Am Freitag ging es los, dass ich auch frühst zum Tierarzt musste und ich hatte Panik und Angst und alles und habe geweint wie nichts Gutes, weil ich ja natürlich nicht wusste, was mit ihm ist. Aber wir haben, glaube ich, das Gröbste überstanden. Die Lymphknoten oder ein Lymphknoten war geschwollen und er hat irgendwie eine Entzündung im Maul gehabt. Die Tierärztin ging davon aus, dass das damit zu tun hat. Und ja, die Medikamente scheinen anzuschlagen. Es geht ihm schon um einiges besser. Ich hoffe, das bleibt so. Wir sind noch nicht über den Berg, glaube ich. Aber toi, 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 musste ich nicht nochmal zum Notdienst. So, nur als kleine private Information sozusagen, was hier so gerade im Miezenhaushalt los ist. Ich entferne jetzt mal das Klebi. Auch das Seidenpapier ist doppelt umwickelt und geklebt. Richtig fest. Wow, ich habe hier drin auch nochmal diese, dieses Verpackungs... Jetzt habe ich gleich hier wieder Haare überall. Verpackungsmaterial. Und jetzt schaut mal. Bisschen was könnt ihr schon sehen. Ja,
Und wir fangen jetzt mal an. Sie ist gut gefüllt, sie hat gut Gewicht. Und ich fange mal mit dem ersten Produkt an, was mich hier gleich anlacht. Von Physicians Formula Rose All Day haben wir hier ein Set and Glow Puder ist das. Genau, einmal ein Puder ist da drin. Das gibt es auch in verschiedenen Farbtönen, habe ich gesehen. Und nochmal so eine Shining Cream, würde ich es jetzt mit meinen Worten bezeichnen. Genau, wir machen das Ganze mal auf. Ich habe, glaube ich, von denen schon einen Highlighter oder einen Blush oder beides. Diese Marke hat mich bis jetzt auch immer nur über Boxen erreicht. Ich habe das nie bewusst gekauft. Und was ich bis jetzt immer ganz toll fand, war der Duft dieser Produkte. Und natürlich, ja, ihr könnt es ahnen, das Packaging, ne? Dann gucken wir mal, wir öffnen das Ganze mal. Genau, ihr seht, das ist halt, geht das nicht weiter auf? Doch. Zwei geteilt, indem wir hier einmal diese Creme haben. Genau, und dann kann man, ja, man kann das hochklappen einmal und dann kommt man an das Puder ran. Das ja, soll man übers Make-up geben, das soll das Ganze setten und einen ebenmäßigen Ton nochmal geben. Ich bin ja nicht mehr so ein Pudermensch mit meiner etwas in die Jahre gekommeneren Haut. Und das ist Rosé, also ich weiß nicht, wir gucken mal, ich swatch das Ganze mal, inwiefern sich das dann auf der Haut widerspiegelt. Okay, ja, es hat natürlich einen Schimmer und deswegen fällt das Ganze für mich schon mal auf jeden Fall flach, weil das ist dann überhaupt nicht mein Ding. Die Creme, komm mal raus, wollen wir natürlich auch nochmal ausprobieren. Das Ganze hat wieder diesen typischen Duft, muss ich sagen. Also es riecht eigentlich genauso identisch wie das andere und ich mag diesen Duft total, ne? So jetzt, also dieses Puder hat auch wirklich diesen rosanen Schimmer. Gut, ich hätte jetzt natürlich auch eine andere Farbe drin haben können, habe ich nun nicht, aber ich denke mal, dass das andere Puder auch, ja, und das ist dann wie so ein, also ihr könnt jetzt solche Produkte kaum sehen, ne? Das ist jetzt hier aufgetragen. Ja, soll dann die Partien erhellen und zum Glänzen bringen. Also so eine Art Highlighter in Cremeform, würde ich jetzt vielleicht mal behaupten. Das Ganze ist wirklich sehr dezent, was ja auch gut ist in dem Falle. Aber das wird wahrscheinlich in ein Trashy wandern. Jetzt habe ich hier natürlich drin rumgeditscht. Da das Ganze so dick ist, gehe ich davon aus, ja. Wir haben hier immer noch einen Spiegel mit drinne und ein Auftragepinselchen. Die benutze ich aber meistens auch nie. Also auch bei dem anderen, bei dem Blush, glaube ich, oder Highlighter, was ich habe, habe ich den Pinsel auch nicht wirklich benutzt. Ja, das erste Produkt. Die Aufmachung ist wirklich super schön, auch mit dieser Prägung als Rose, ne? Also kann man überhaupt nichts sagen, aber da das Ganze schimmert, die Creme würde ich vielleicht noch benutzen. Gerade bei trockener Haut könnte ich mir die Creme als Highlighting gut vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, den Puder in diesem Rosé-Schimmer aufs ganze Gesicht. Ich glaube, das wäre nicht so meins. So, ich greife mir das mal raus. Genau, hier sind nämlich noch zwei Produkte, waren es, glaube ich, von Notino direkt drin. Und zwar ein Pinsel, ein Reisepinsel sozusagen. Was ich sehr praktisch finde. Denn, ja, genau. Denn das ist dann nicht so offen. Also die Pinselhaare, die sind dann nicht so offen irgendwie in der Tasche am Rumschwirren. Und aha, okay, man zieht das Ganze so auf und sieht erstmal nichts. Wo kommt jetzt der Pinsel? Muss ich das... Ah, okay, es ist ein bisschen schwergängig. Man muss die Kappe abziehen und dann drehen. Drehen, kommt da was? Ja, nee, doch.
Runterschieben, okay. Runterschieben, ihr Lieben. So, jetzt haben wir das Mysterium der Benutzung dieses Pinsels auch gelöst. Es kommt in einem freundlichen Schwarz daher. Und ja, der ist sehr festgebunden. Ich weiß nicht, ob ich den für Puder benutzen würde. Ich glaube eher so für Blush. Aber eine tolle Sache. Und das Ganze, jetzt haben wir es raus. Das Ganze ist dann geschützt in der Tasche. Ne? Finde ich eine super Sache. Habe ich so auch noch gar nicht da. So, dann wird das Ganze wieder zusammengeschoben und ist gut geschützt. Den lasse ich mal gleich draußen aus der Verpackung. Ja, Parfüm in Proben. Mini-Größe erwartet uns hier auch. Da weiß ich aber bei beiden, einmal Lancôme und einmal Giorgio Armani, dass das nicht cruelty-free ist. Deswegen habe ich wieder etwas Schönes, entweder fürs Verlosungspäckchen oder aber für ein Trashy. Und das noch. Ich blende euch da jeweils die Preise ein für die kleinste Größe, die ich bei Notino direkt gefunden habe, weil hier hatte ich jetzt keine Preisangaben für diese Größen. So, ich mache mal mit dem großen Produkt weiter. Von Dermacol würde ich es jetzt mal aussprechen. Sun Body Scrub, genau. Ein Peeling mit Kokosnussöl. Und das klang für mich sehr interessant und ich finde auch optisch hat mich das total angesprochen. Da habe ich allerdings bei der Marke, habe ich vorab mal geschaut wegen Cruelty Free. Ich habe leider nichts gefunden, ihr Lieben. Also wenn ihr vielleicht was wisst, darüber. Ich hoffe, das ist ja, das ist zum Glück noch zu. Ich lasse es auch noch so lange zu, bis ich irgendwie eine Info gefunden habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das super, super toll funktioniert und toll riecht. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob die Marke Cruelty Free ist. Habe ich jetzt hier drauf irgendein Häschen? Tschechische Republik kommt die Marke. Ja, das ist auch wieder so klein geschrieben. Also ein Häschen habe ich hier auch nicht. Auch die Farbe ist toll. Guckt mal, das ist so ein Schimmer-Glitzer-Peeling. Ich würde das super gerne mal ausprobieren, aber ich werde da erstmal noch mal weiter nachforschen. So, Bioderma haben wir hier noch am Start. Genau, eine After Sun Gel-Creme, also ein Gel, After Sun Gel, 100 ml. Sind da drin. Das kann ich auch gerade jetzt natürlich, logischerweise, super gut gebrauchen. Ich habe sowas auch, ich glaube nur eins, wenn überhaupt, im Backup. Und das ist nochmal so eine ganz, ganz kleine Größe. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich das Produkt gesehen habe, dass das hier mit drin ist. In der Verpackung, in der Box lesen. Und denken und sprechen gleichzeitig. Ne? Das funktioniert meistens nicht so gut. Ja, kühlt, spendet Feuchtigkeit, beruhigt, verschönert die Bräune, es ist parfümiert. Ja, da weiß ich auch nicht, Bioderma, aber Bioderma klingt so tierversuchsfrei irgendwie. Naja, ich blende euch das einfach ein. Genau, machen wir so. Dann wisst ihr es jetzt. Dann wisst ihr es jetzt. So, wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe hier noch ein Mini Nudies von Nude Sticks. Welche Farbe bist denn du? Genau, das ist ein Stick, den könnt ihr für die Lippen, für die Augen und auch als Blush verwenden in so einem kleinen Packaging. Tolle Farbe, gefällt mir so schon mal sehr, sehr gut. Den gibt es auch noch in anderen Farben. Ja. Kein Plop, schade. So sieht das Ganze einmal aus. Duftet nach nichts. Oh ja, das ist sehr schön, denn ich habe kaum Orangetöne in meiner Sammlung und der ist sehr, sehr cremig, sehr, sehr weich und hat einen tollen Ton. Ob der mir jetzt so steht, doch, könnte passen, oder?
Ich schau mal. Ich probiere das Ganze auf jeden Fall für die Lippen aus und für die Wangen. Auf die Augen, glaube ich, möchte ich mir das nicht geben. Ich finde hier keine Farbnummer, ihr Lieben. Aber die anderen Farben waren, glaube ich, nee, da gab es eine Menge. Also ich forsche nochmal nach und blende euch das ein, wenn ich irgendwie die Farbe gefunden habe. Irgendwie finde ich hier keinen Farbton. Noch ein kleineres Produkt, also normale Größe, denke ich mal, für einen Lip Balm von Puro Bio. Kenne ich auch nicht die Marke. Auch wieder Kokosnuss. Ja, schönes Packaging. Lip Balm kann man auch nicht genug haben, wie ich finde. Aber Puro Bio kenne ich überhaupt nicht die Marke. Da ist das Häschen drauf. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. So, dann gucken wir doch mal, wie das Ganze riecht. Ist einmal so ein bisschen eher durchsichtig. Gibt halt Glanz, ne? War jetzt vielleicht auch nicht anders zu erwarten von einem Lippenbalm. Oh ja, und das hat einen schönen, dezenten, aber so ein richtig... Flugi, du wirst auch in diese Box nicht reinpassen. Irgendwie versucht er jetzt gerade, sich irgendwo reinzulegen, mal wieder, immer wenn hier Boxen am Start sind. Ne? Das ist wirklich ein ganz, ganz dezenter Kokosnussgeruch, aber das gefällt mir sehr gut, dass es nicht so penetrant ist auf jeden Fall und macht einen sehr, sehr pflegenden Eindruck. Flugi, du wirst da nicht reinpassen. Nein, das geht nicht, Schatzi, ich muss doch da noch ran. Warte mal, dann lass mich wenigstens... Oh, die Produkte erstmal rausnehmen. Mäuschen, was ist denn los mit dir? Schatzilein, komm mal her. Ja, du kriegst die Kiste gleich. Warte, ich nehme das jetzt einmal raus und sehe schon, da fehlt irgendwie was. Okay, das ist jetzt schade, denn ich glaube, in dieser Box sollte eigentlich noch so ein Tuch gewesen sein, soweit ich mich erinnere. Kann ich aber hier nicht finden. Schade. Okay, dann muss ich nur Tino nochmal... Jetzt kannst du da reingehen. Anschreiben. Wenn, dann will ich ja alle Sachen haben, ne? So, dann machen wir mal weiter mit... Jetzt geht er da natürlich nicht rein, ne? Extra die Kiste ausgeräumt. Und jetzt willst du da nicht rein. Du bist ein komischer Kauz manchmal. Von Darf. Von Darf haben wir hier was... Body Love, genau. Ah ja, das war das ein Selbstbräuner, eine Selbstbräuner Lotion mit Aloe Vera. Ja, Medium und Dark Results, Ergebnisse. Ich weiß noch nicht. Ich hätte total Bock, das mal auszuprobieren von Darf. Ich liebe den Geruch und so weiter. Auch hier habe ich mein Häschen drauf. Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren. Ich traue mich ja immer nicht so ran an diese Sachen, ne? Aber wie ihr seht, bin ich auch echt eine Weißhaut, weil ich soll ja nicht so in die Sonne. Ich guck mal, wie das Ganze riecht. Ich schmiere mir das jetzt mal auf die andere Hand. Ob das jetzt so eine gute Idee ist. Wieso steht hier eigentlich nichts? Wartet mal. Oh, das ist immer alles so klein, aber... Warum steht hier nichts auf Deutsch drauf? Das wundert mich jetzt. Ist das immer so, dass bei Darf-Produkten nichts auf Deutsch drauf steht? So, ich schmier mir das jetzt einfach mal hier rauf. Und dann habe ich hier einen braunen Fleck. Auf die Hände macht man sowas ja nun mal schon mal gar nicht, ne? Aber ich will euch einfach mal sagen, Gott, jetzt habe ich bestimmt morgen eine braune Hand. Am besten, ich wasche das gleich ab. Bringt das denn noch was, wenn ich jetzt mit einem feuchten Tuch drüber gehe? Oh, der Geruch ist schon schön. Auch nicht zu doll, penetrant irgendwas. Aber ja, ihr Lieben, habt ihr Erfahrung mit sowas? Selbstbräuner und Co. Oder vielleicht sogar auch mit diesem Selbstbräuner? Ich lasse das jetzt mal drauf. Und wenn die Hand braun wird, dann habe ich A, einen guten Vergleich, bevor ich mir das irgendwie ins Gesicht schmiere oder sonst wohin. Und ja, werde dann nochmal gucken, ob ich in Deutsch nochmal irgendwas finde.
wie man, ach, hier unten, glaube ich. Oh Gott. Nee, ich werde im Internet forschen müssen. Das kann ich nicht lesen. Also selbst mit der Brille kann ich das nicht lesen. So, vom Finger möchte ich das. Ich weiß ja immer nicht, wie doll ist sowas, ne? Es gibt da natürlich Sachen, da muss man echt richtig aufpassen, weil man sonst überall Flecken und Streifen hat. Aber wie doll ist jetzt so eine Lotion in der Bräunung? Also, das ist jetzt die Frage. Und dann guckt man darauf und bildet sich wahrscheinlich auch noch was ein, dass es jetzt auf einmal braun ist. Dabei ist es gar nicht so. Naja, schauen wir mal. Sie ist auf jeden Fall, sie bappt nicht. Super gut schon, oder? Naja, ein bisschen vielleicht. Auf jeden Fall super schön eingezogen und hat irgendwie einen ganz leckeren, zitrischen Sommerduft. Kann man nicht anders sagen. So, und jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe ja eben die Produkte vorab rausgenommen, ne? Ich nehme alles zurück. Mein Tuch ist doch dabei, aber es ist nochmal so wunderschön eingepackt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe echt gedacht, das Tuch liegt da halt irgendwie so drinne. Also ich nehme alles zurück. Genau. Dass sie das so schön einpacken, meine Güte. Das sieht richtig luxuriös aus dadurch. Es gab zwei verschiedene Tücher. Und hier hinten hat man nochmal drauf, für was man das alles benutzen kann. Es ist jetzt kein mega langes Halstuch oder so, ne? Aber so, wenn man das so bindet, ist das ja auch mal ganz niedlich. Mal gucken, wie die Farben sind, wie sich das Ganze anfasst. Es ist nochmal in so einer Tüte eingepackt und nochmal in Seidenpapier. Meine Güte, für den Preis, ich glaube irgendwas um die 3 Euro, hauen die hier ganz schön rein, ne? Luxus, Luxus. Und das ist, glaube ich, Polyester, oder? Habe ich eben gelesen? Ja. Also keine Seide oder so, aber es ist verpackt wie, boah. Wie, boah. So, ich sehe schon eine Rose und das ist wie so ein Schlips, die Form. Ja, ich glaube, mir gefällt das nicht. Ich kann das ja mal, wie macht man denn dann das, wenn man das sich um den Hals wickeln will? Ich habe sowas noch nie so getragen. Mache ich dann hier einfach eine Schleife rein oder lässt man das so hier so locker, flockig drumhängen? Ne, das sieht auch komisch aus, ne? Aber für eine Schleife ist es, glaube ich. Und dann auch noch ungesehen, ne? Für eine Schleife ist es fast zu kurz. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr dazu? Ist jetzt derbe unprofessionell hier rumgewickelt, aber ja, ich weiß nicht. Ich gucke mal nachher im Spiegel, ob das bei mir bleiben darf oder nicht. Wenn nicht, wird es natürlich wunderschön hier wieder verpackt. Und der, der es kriegt, hat dann ein bisschen Parfüm von mir mit am Tuch. Toll. Sensationell. So, zwei Produkte habe ich noch für euch. Also ihr seht, nicht wenig. Und auch irgendwie mal was anderes, wie ich finde. Von Corica, genau. Eine koreanische Tuchmaske habe ich hier. Koreanische Skincare. Es gibt koreanische Skincare, die cruelty-free ist. Aber sobald das Ganze auf das chinesische Festland will, muss es sogar an Tieren getestet werden. Ich habe diese Marke nicht gefunden. Weder bei denen, die gut sind, noch bei denen, die schlecht sind. Also da werde ich auch noch mal forschen müssen. Aber ich tendiere dann eher dazu, es nicht selber zu benutzen. Ich habe auch hier Paris, Frankreich. Okay, nichts drauf, ein Häschen oder so. Beruhigende Tuchmaske, genau. Koreanische Skincare ist natürlich ein absolutes, eine absolut super Sache. Packaging finde ich auch super toll, aber wie gesagt, ich muss gucken. Gott, schickimicki hier irgendwie mit dem Halstuch. Ich glaube, das ist gar nicht mein Ding. Nun gut, letzte Produkt, ihr Lieben. Oh Gott, und da freue ich mich tierisch drauf. Wir haben hier etwas von Urban Decay und zwar ein Fixing Spray. Jawohl! Packaging, super toll. Da habe ich richtig Bock drauf.
auf dieses Fixing Spray. Es ist zum Glück nicht so groß. Das mag ich gerade richtig, richtig gerne, weil dann hat man nicht wieder so eine riesige Buddel. Ne? So oft benutze ich sowas ja auch nicht, so ein Fixing Spray. Aber im Sommer, also wenn, dann im Sommer vermehrt, genau. Und da ich noch nichts drauf habe, probieren wir das gleich mal aus. Gucken, wie der Sprühnebel ist und der Duft. Ich mache das erstmal, ja, ein kleiner, dicker Tropfen kam raus. Also der Geruch haut mich jetzt nicht vom Hocker. Der Sprühnebel ist okay, der ist fein. Am Anfang tropft es mal kurz so ein bisschen größeren Tropfen raus, aber... Also ich hätte jetzt mehr Duft erwartet, einen schöneren Duft irgendwie, aber nee, ist nichts. Ja, aber sonst ist es ein schönes Gefühl. Also man hat ja sowieso bei diesen Fixing Sprays, ne, muss man eh mal gucken im Laufe des Tages sozusagen, ob das denn jetzt wirklich immer noch mal. Ja, ist schon ein bisschen doller. Jetzt war es, glaube ich, zu viel. Also ihr müsst es schon, wenn ihr daran Interesse habt oder ne, dann ein bisschen weiter weghalten. Nicht so dicht, wie die Mieze das gerade gemacht hat. Die hat jetzt hier ordentlich die Placken im Gesicht. Gut. Ihr Lieben, das war's. Das war's mit der Notino Sommerbox. Ich bin zufrieden mit den Sachen. Ich habe was für mich dabei, ich habe was für euch dabei. Was will man eigentlich mehr, muss ich sagen. Ja. Und für den Preis, glaube ich, habe ich einen guten Schnapper gemacht. Ich muss den Gesamtwert nochmal ausrechnen, blende den jetzt hier ein. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos von mir, wenn euch vor allen Dingen gefallen hat, was ich hier vom Stapel gelassen habe, dann lasst mir doch super, super gerne ein Abo da. Das ist kostenlos für euch. Und weitere Unboxings findet ihr auf meinem Kanal, sowie Hauls und. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schaltet gerne rein. Ich wünsche euch heute erstmal noch einen hervorragenden Sonntag. Wir haben jetzt schon ja, die Hälfte des Jahres geschafft. Irgendwie ist für mich das unfassbar, wo die Zeit bleibt. Aber man sagt ja, wenn man älter wird, vergeht die Zeit total schnell. Und an diesen komischen Sprüchen, die man irgendwie sein Leben lang hört, ist irgendwie auch meistens was Wahres dran, oder? Also dann macht es gut. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.